Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Und ja, bitte nicht wundern, ich bin leicht erkältet. Also ich habe gerade die Erkältung hinter mir und das sind noch so ein bisschen die Nachspuren. Also meine Nase läuft noch ein bisschen und meine Stimme ist noch nicht ganz da. Aber ich habe mir gedacht, wir starten jetzt trotzdem mal durch mit einem Aufgebraucht-Video. Es sind einige Produkte geworden, wie ich ja im letzten Video schon gesagt hatte. Es ist natürlich einiges weggeschmissen worden, das ich aufgebraucht habe, was jetzt hier nicht drin ist. Also das ist jetzt im Endeffekt vom Januar, was ich jetzt im Januar aufgebraucht habe. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal. Und zwar habe ich hier als erstes einmal das Kneipp Winterpflegebad aufgebraucht. Hat einen sehr, sehr schönen Duft, sehr pflegend, sehr schöner Schaum. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Würde ich mir auch nochmal nachkaufen. Dann habe ich mir hier einmal von Garnier Bio die Tagescreme hier aufgebraucht, die Bio Lavendel. Sehr, sehr schöner Duft. War eine schöne Creme, hat mir gut gefallen, hat die Haut gut gepflegt. Man konnte sie vor Make-up auftragen, ohne dass man danach diese Würstchen hat, was ich leider bei der momentanen Creme habe, die ich verwende. Ja, aber die war eigentlich ganz gut. Ob ich sie mir jetzt nochmal nachkaufen würde, weiß ich nicht, weil ich eigentlich in Zukunft ein bisschen auf hochwertigere Pflege setzen möchte. Und ja, deswegen erstmal nein. Dann habe ich hier von, ich kann es leider nicht aussprechen, Quai Hair Care einen Volumenspray aufgebracht. Das war hier so eine Reisegröße, das war ganz in Ordnung. Aber ich würde mir das für den Preis jetzt nicht unbedingt nachkaufen, weil dafür hat es einfach zu wenig getan. Ja, dann einmal aufgebraucht habe ich hier von Dove die Wintercare Deo. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Duft. Pflegt gut, hält gut, ja. Wie soll man sagen? Also den Schweiß jetzt nicht unbedingt zurück, aber es lässt ihn nicht stinken, sage ich mal. Und im Winter finde ich das ganz in Ordnung, da reicht mir das aus. Ja, dann einmal aufgebraucht hier von Rexona Maximum Protection. Das ist dieses Clean Scan, finde ich auch ganz gut. Das verwendet man abends, bevor man ins Bett geht und trägt sich das auf die Achseln auf. Und dann sorgt es praktisch dafür, dass man am nächsten Tag nicht schwitzt. Verwende ich natürlich gerne im Sommer, weil im Sommer möchte ich ehrlich gesagt nicht so schwitzen. Und deswegen, ja, wird auf jeden Fall im Sommer nachgekauft. Ja, dann kommen wir hier zu ein paar Mascaren, die ich aussortiert habe. Also es sind noch mehr in der Box, also ich zeige die euch gleich alle mal. Hier einmal aus dem Kalender vom vorletzten Jahr von der Glossy Box. Diese Douce Punk Volumizer Mascara und ganz im Ernst, Leute, mit dem riesen Bürstchen, da stelle ich mir eher das Auge aus, als dass ich es tusche. Also das ist einfach zu groß und ja, wird definitiv nicht nachgekauft. Dann habe ich hier einmal die Mascara von Essence, die Anita Miracle Mascara. Die fand ich nicht schlecht. Ich habe sie nur irgendwann nicht mehr verwendet, weil ich eine andere lieber verwendet habe. Und mittlerweile macht die einfach nur noch unschöne Wimpern und vor allen Dingen bröselt die. Also die ist über. Dann die Alverde Push Me Better. Auch die ist irgendwie liegen geblieben. Die war in einer Box drinne, fand ich auch nicht so schlecht. Aber die ist furztrocken, also da kommt nichts mehr raus. So, dann machen wir schnell einmal mit einem aufgebrauchten Produkt hier weiter. Das ist von Catrice, der Brow Colorist Semi-Permanent Brow Mascara. Die verwende ich sehr, sehr gerne, trage ich auch heute, finde ich, passt ganz gut zu mir. Und ja, die nächste ist schon in Verwendung. Dann habe ich einmal aufgebraucht die Snap Scara von Maybelline. Die fand ich auch sehr, sehr gut, gerade in der Zeit, wo ich so extreme Probleme mit meinen trockenen Augenlidern hatte, weil die sich sehr leicht abschminken hat lassen. Die hat so ein leicht geschwungenes Bürstchen. Fand ich wirklich sehr, sehr gut und würde ich mir nachkaufen. Dann habe ich hier eine Mascara von Sephora, die war als Goodie mal dabei. Die Outer Cheerios Extension Dramatic Volume and Length Mascara. Ja, die ist auch eingetrocknet. Fand ich jetzt auch nicht so berauschend. Muss ich nur aufpassen, die schmiert hier oben. Ja, dann weiß ich nicht, was ich mir da mal dabei gedacht habe. Die Ready Lash Mascara Fairy von 183 Days.
Die ist lila. Ja, ich verwende sie nicht, also die kann weg. So, dann haben wir von Anna Jahrke eine Mascara, die Mascara Volume. Das hat so ein Bürstchen hier. Die fand ich auch nicht schlecht. Ich bin mir nicht sicher, wie teuer das die ist. Aber ja, ist jetzt nicht unbedingt ein Nachkaufprodukt. Dann haben wir hier von Shiseido eine Full Lash Multidimension Mascara. Das ist diese hier. Auch ein Pröbchen. Ja, die wäre sogar noch recht feucht, aber die ist schon so lange da und die hat so ein bewegliches Bürstchen. Ja, kann man sich sparen. Also braucht kein Mensch nicht. Dann von Lancôme die Hypnose Volume Mascara. Die fand ich auch sehr gut. Die hat hier so ein Gummibürstchen, hat wirklich schöne Wimpern gemacht, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie teuer die ist, aber ja, ich glaube, günstig ist sie nicht. Deswegen kommt sie nicht in die Einkaufstüte. So, was haben wir denn dann? Dann habe ich hier von Bobbi Brown einen Instant Longwear Makeup Remover. Das ist dieser hier. Ja, ich weiß nicht, der tut meine Haut irgendwie nicht gut und deswegen verwende ich jetzt den Rest auch nicht mehr und kam weg. Dann habe ich einmal aufgebraucht hier von Too Faced den Hangover Primer. Das ist ein sehr, sehr schöner Primer, den mag ich wirklich sehr gerne und habe ich mir einen großen auch gekauft. Dann habe ich hier einmal aufgebraucht von NYX das No Filter Sans Filter Finish Powder. Das ist so eins hier, das ist ein ganz, ganz weiches Puder, hinterlässt ein schönes Finish. Mag ich sehr, sehr gerne. Das war jetzt die Farbe Alabaster und ich habe sie mir in der Farbe Porzellan nachgekauft, das ein bisschen dunkel ist. Ja, aber man kann es schon verwenden, wenn man eine helle Foundation hat und gerade für den Sommer geht das dann klar. Dann zwei weitere Badeprodukte. Hier habe ich einmal Pflaume Kardamom von TT Sept und einmal von Dresden Essence Eau de Fröhliche Badezeit. Das war mit Pistazie. Beides sehr, sehr tolle Düfte. Ich liebe Winterdüfte und gerade TT Sept und Dresden Essence haben wirklich immer sehr, sehr schöne Düfte. Mag ich wirklich sehr, sehr gerne und ich versuche auch wirklich nur noch solche großen Flaschen zu kaufen. Klar, es passiert ab und zu mal, dass trotzdem noch so eine kleine Tüte reinkommt, gerade wenn es ein Duft ist, der mir sehr zusagt. Und ja, aber ich versuche wirklich nur noch so große Flaschen nachzukaufen, wo man mehrmals was davon hat und ich mische die auch manchmal gerne. Hat immer einen schönen Effekt und duftet dann wirklich sehr, sehr gut. Ja, noch einen Badezusatz, den hatte ich mal in einem Tauschpäckchen von Kneipp. Die Badeperlen belohne dich und fühle dich wunderbar. Das war mit Palmerrose und Pfingstrose und ich muss sagen, das ist nicht unbedingt mein Duft gewesen. Also so alleine konnte ich den nicht reintun, das war mir einfach zu viel und ich habe den immer gemischt, gerade mit so cremigen Düften und ja, dann ging das ganz gut und fand ich dann nicht schlecht, aber nur der als Zusatz ist nicht so meins gewesen. Ja, dann habe ich noch Badezusätze aufgebraucht, die ich schon lange in meiner Sammlung habe. Also ich muss auch ehrlich sagen, Badezusätze ist das, wo ich momentan wirklich am besten aufbrauche. Hier habe ich zweimal Dresden Essenz Lichterglanz. Ja, ist ein ganz schöner Duft für Weihnachten oder für die kalte Jahreszeit. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein typischer Weihnachtsduft ist. Ich weiß gar nicht, nach was. Orangenöl ist auf jeden Fall drin, cremig, nussig, ja. Also den kann man eigentlich theoretisch auch das ganze Jahr verwenden. Also ich finde jetzt nicht, dass es typisch Weihnachten ist. Und dann habe ich einmal von Kneipp die Badekristalle Warm-Up aufgebraucht. Das war hier mit diesem süßen Elch obendrauf, Sternanis und Marone. Und das war auch ein sehr, sehr schöner Duft. Also wirklich richtig schön würzig, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann einmal aufgebraucht hier so eine Tempo Packung. Ich habe aber noch wesentlich mehr aufgebraucht. Also das ist nur eins von vielen. Und ja, dann habe ich hier von Dresden Essence einmal die Maske Tag am Meer aufgebraucht. Das ist ein schöner Duft. Ja, Pflegewirkung war ganz in Ordnung. Genauso hier von Garnier die
Hydra-Bomb-Tuchmaske mit Kamillenextrakt, Hyaluronsäure und feuchtigkeitsspendendes Serum. Ja, war ganz in Ordnung. Aber jetzt auch nichts Berauschendes. Genauso hier von Isana, die Rio de Janeiro Tuchmaske, sofort der frische Kick, Hydro, Intensiveffekt. Ja, es ist schön zum Entspannen, aber ob das jetzt wirklich so den Effekt hat, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Da denke ich mir immer so, Tuchmasken ist immer so ein bisschen schwierig. Ich versuche auch keine Tuchmasken mehr nachzukaufen. Klar, es ist ab und zu einfach mal entspannender, einfach nur eine Tuchmaske drauf zu tun, als eine Crememaske und die dann abwaschen zu müssen. Aber möchte ich in Zukunft eher vermeiden. So, dann habe ich einmal aufgebracht von NYX ein Bear With Me Prime Set Refresh Multitasking Spray. War ganz in Ordnung, hat wirklich sehr, sehr lange hergehalten. Man sieht hier jetzt noch so einen letzten Rest, der will nicht raus. Ich muss aber sagen, das hat, glaube ich, 10 Euro gekostet und ich habe es jetzt wieder gemerkt, ich habe mir das All Nighter wieder nachbestellt. Und das ist halt einfach das fixierte Make-up, das ist der Wahnsinn. Also ich möchte eigentlich dann auf die günstigen Sprays verzichten und lieber das Urban Decay nachkaufen, weil es ist wirklich top. Dann habe ich hier einmal von Plantur 21 das Nutri-Koffein-Elixier Kopfhaar-Tonikum bei magerem Haarwachstum. Ich habe das immer nach jeder Wäsche aufgetragen. Ich muss aber dazu sagen, ich finde jetzt nicht, dass davon meine Haare besser oder schneller gewachsen sind. Kann ich jetzt so nicht sagen. Ja, dann habe ich hier, das war so eine Probegröße, aufgebracht von dem All Nighter Make-up Setting Spray. Fand ich sehr, sehr gut, wie gerade schon erwähnt. Es ist wirklich ein super tolles Fixing Spray. Dann habe ich wieder aufgebraucht hier den Clean and Fresh Augen-Make-up Entferner. Wer mich schon länger schaut, der weiß, das ist mein absoluter heiliger Gral und es ist auch immer noch so. Also ich habe noch kein Produkt gefunden. Ich hätte gerne was auch aus dem Naturkosmetikbereich, aber bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Meine Augenpartie ist da so empfindlich und das ist wirklich der einzigste, mit dem meine Augenpartie wirklich 100% klarkommt, den ich immer nehmen kann. Also das ist wirklich unglaublich eigentlich und Naturkosmetik habe ich irgendwie das Problem, da brennt meine Augen und da habe ich bis jetzt noch nichts gefunden. Deswegen kommt der immer wieder nach. Nichts mehr raus. Ach, da kommt noch ein bisschen was raus. Genau, zwei Proben von dem Girls Can Do Anything Parfüm. Das habe ich auch schon in groß leer gemacht und ich finde das richtig klasse. Das Einzige, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, wenn ich das trage, fange ich so das Niesen an ein bisschen. Also es kitzelt so in der Nase und jetzt habe ich Angst, mir das nachzukaufen, weil ich natürlich nicht möchte, dass ich irgendwie dann voll kriege. Also das ist ja leider irgendwie vertrage ich das nicht so ganz. Aber wirklich ein tolles, tolles Parfüm. Mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich hier einmal aufgebraucht von die Make-up, die Expert Wattepads. Verwende ich auch sehr, sehr gerne. Dann jetzt den Rest leider aussortiert, weil ich wollte mich letztens noch mit der eincremen und mir ist die absolut gekippt. Also die riecht nicht mehr nach Kirschblüte und ich schätze mal, so viel ist ungefähr noch drinne. Ist eine schöne Bodylotion, geht schön in die Haut, also zieht schnell ein, wollte ich sagen. Würde ich sie mir nachkaufen? Nein. Weil ich möchte auch hier in dem Bereich einfach auf hochwertige Produkte zurückgreifen und weniger, weil ich bin ein Eincrememuffel. Also ich creme mich nicht gerne ein und wenn ich mich eincreme, dann möchte ich wirklich super tolle Produkte haben und die wirklich super duper toll riechen und deswegen würde ich mir die jetzt nicht nachkaufen. Von Kiehl's habe ich hier aufgebraucht einmal die Augencreme. Ich weiß gar nicht, ob ich die euch damals noch gezeigt habe in einem Haul. Die hat jetzt wirklich sehr, sehr lange hergehalten. Creamy Eye Treatment with Avocado.
und die war so leicht gelblich. Fand ich gut, aber nicht super gut. Ich verwende jetzt wieder, ich habe mir die nachbestellt von Clinique, die All About Eyes, diese gelige Textur, und die ist einfach top. Also das ist wirklich eine Creme. Ich habe hier vorne in dem Bereich, habe ich im Winter immer Probleme, dass es so extrem trocken wird. Also ich versuche wirklich 2 Liter am Tag zu trinken, sogar mehr. Und trotzdem ist meine Haut extrem trocken und ja, merkt man halt an manchen Stellen leider einfach. Und ja, deswegen für den Sommer fand ich sie gut. In den Winter rein hat sie wirklich nicht funktioniert. Und deswegen, also die Clinique All About Eyes, also ich glaube, es kommt kein Produkt mehr über diese Creme. Wobei ich noch vielleicht von Sanssouci wieder was ausprobieren würde, gerne würde, weil die eigentlich auch sehr, sehr gute Produkte haben. So, Speicherkarte ist schnell ein bisschen geleert, es ist auch nicht mehr viel. Ich habe noch ein Produkt aufgebracht, das nicht direkt mit Beauty zu tun hat, sondern von Yankee Candle hier. Das ist After Sledding Retour de Piste. Ein sehr, sehr schöner Duft. Also ich mag ja die Yankee Candle Düfte super gerne. Und oh, das ist so ein schöner Weihnachts-Wohlfühl-Duft. Also richtig, richtig schön. Ich weiß nicht, ob es den im großen Glas nächstes Jahr auch noch gibt. Könnte ich mir vorstellen zu holen, weil das wirklich ein sehr, sehr schöner Duft ist. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob euch ein Sammlungsvideo von mir interessieren würde. Ich habe jetzt nicht so viele Kerzen wie Duft-YouTuber oder Duft-Tuber, wie man so schön sagt, aber ich habe eine kleine, feine Sammlung, würde ich sagen. Und schaue auch sehr, sehr gerne Duftvideos an. Aber ich bin da auch so, ich habe jetzt sehr, sehr viele Gläser schon, also muss man wirklich sagen. Und deswegen möchte ich da auch erstmal ein bisschen aufbrauchen. Und ach, ja, aber so Tarts gehen halt trotzdem immer wieder, ne? Ach, sehr schön. Aber schreibt mir das mal unten in die Kommentare, ob euch das mal interessieren würde, was ich so in meiner Sammlung habe. So. Die Box ist leer. Ich habe die letzten Produkte jetzt in meiner Hand. Dann habe ich hier einmal aufgebracht von Rituals, so ein Ritual of Dao Calming Bed and Body Mist. Und ich habe das wirklich immer so aufs Kopfkissen gesprüht. Das ist ein sehr, sehr schöner Duft, hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich hier von Kiehl's die Creme aufgebraucht, die Augencreme, die Midnight Recovery Eye Cream. Ja, war auch ganz gut. Aber da muss ich auch sagen, finde ich die Klinik besser. Also die macht irgendwie mehr fürs Auge. Deswegen würde ich mir die nicht nachholen. Dann habe ich hier einmal aussortiert. Die habe ich auch schon eine ganze Zeit lang offen, muss ich dazu sagen. Von Altera die Sensitive Augencreme parfümfrei für empfindliche Haut. Da habe ich mir, glaube ich, 2018 auf 2019, glaube ich, mal gekauft im Winter, um die auszuprobieren. Ja, die ist einfach über, also die kannst du nimmer an die Augen ranlassen. Dann habe ich einmal eine Probe aufgebracht von dem Origins Ginseng Energy Boosting Gel Moisturizer. Und den finde ich wirklich sehr, sehr gut, hat einen super tollen Duft. Ja, so, also richtig orange, also wie wenn man in Orange reinbeißt, richtig, richtig schön. Hat mir sehr gut gefallen, könnte ich mir vorstellen nachzukaufen. Aber erstmal aufbrauchen, ne? So, dann habe ich hier noch 2 Produkte, die aussortiert sind. Von Kiko, dieser Lip Liner, weil der mufft, also den kannst du vergessen. Genauso wie von NYX den Cottage Cheese Pencil. Ach, der riecht auch so richtig nach Acryllack irgendwie, also so ganz komisch. Aber ich fand den eigentlich richtig gut und da bin ich echt am Überlegen, ob ich mir den nachkaufen soll oder nicht. Weil gerade so im inneren Augenwinkel zu highlighten, fand ich den wirklich sehr, sehr gut. Ja, weiß ich noch nicht, überlege ich mir noch. Ja, ihr Lieben, das waren jetzt auch schon alle Produkte, die ich jetzt so im Januar aufgebraucht und aussortiert habe. Ich werde jetzt gleich, glaube ich, noch an meinen Schminktisch gehen und da mit euch deklattern. Ich hoffe, es funktioniert so, wie ich mir das vorstelle, das weiß ich noch nicht.
Aber freut euch da auf Videos. Also ich werde meinen Schminktisch einmal komplett überholen, neu sortieren, ausmisten, vor allen Dingen ausmisten. Weil ganz im Ernst, ich habe so viele Sachen, die ich wirklich nicht verwende. Und ja, nur eine große Sammlung bringt dir auch nichts. Die Produkte sollen natürlich auch verwendet werden. So, damit möchte ich jetzt das Video aber an dieser Stelle beenden. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr so aufgebraucht habt und was ihr euch nachkaufen würdet. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss!